Hey Leute, was geht? Bei diesem wunderschönen Wetter nehme ich euch mal mit ins Fitnessstudio. Ich zeige euch einfach mal heute ein typisches Training von mir. Ich erzähle euch einfach so ein bisschen was dazu, wie ich trainiere, worauf ich achte. Ist eigentlich jetzt nichts Großes. Ich bin hier jetzt schon seit 3 Wochen in dem Fitnessstudio und kann euch dabei einfach ein bisschen was erzählen. Also Leute, ich brauche nach Verlassen der Wohnung bis zum Eintritt ins Gym insgesamt, wenn ich die Züge rechtzeitig catche, ungefähr 25 bis 30 Minuten. Und das sind eigentlich auch nur knapp 3 Kilometer. Das heißt, könnte ich zu Fuß gehen, aber habe ich keinen Bock drauf. Und ja, das Gym besteht aus 2 Haupträumen, das werdet ihr gleich sehen. Und bezüglich des Gyms, lasst es mich auch noch ganz kurz sagen, da habe ich wirklich, bin ich auch stolz drauf, eine sehr kluge Vorgehensweise gewählt. Ich habe mehrere Gyms miteinander verglichen, habe die auch besucht, weil auf den Internetseiten stehen die Preise meistens nicht. Und habe nachgefragt, wie flexibel die Mitgliedschaften sind und so weiter. Weil meistens haben die nur so ein Angebot für 3, 6 und 12 Monate. Und ich weiß ja nicht, wie lange ich hier bleibe, deswegen möchte ich so eine monatliche Mitgliedschaft haben. Die sind leider natürlich meistens teurer, aber es geht nicht anders. Und da habe ich herausgefunden, der Preis ist hier so etwa 3 Monate 300 Dollar. Aber man muss was berücksichtigen. Die Joining Fees, also die Beitrittsgebühren. Weil bei dem Gym, wo ich bin, kosten 3 Monate 240 Dollar. Aber die Beitrittsgebühren kosten pro 100 Dollar und dann hat man schon direkt über 300. Ich habe aber die Gunst der Stunde genutzt, weil es hier so ein super Angebot gab, als ich hier mein Trial Workout gemacht habe, also mein Probetraining. Da hatten die bis zu einem bestimmten Datum 0 Euro Beitrittsgebühren und die nächsten 5 Wochen nur 25 Dollar. Weil eigentlich kosten ein Monat 80 Dollar und dann habe ich mich hier für dieses Gym entschieden und nicht für so andere. Es gibt noch so ein Anytime Fitness, das ist ganz bekannt hier. Und wenn man da die Mitgliedschaft abschließt, dann kann man alle Gyms besuchen im Land mit auch einem 24/7 Zugang, hier genauso mit der Karte. Also ich musste jetzt für die Eintrittskarte zahlen, ich glaube 69 Dollar, jetzt für die nächsten 5 Wochen nur 25 Dollar und dann wöchentlich, hier ist ja immer wöchentlich oder fortnightly, 2-wöchig, nicht wie in Deutschland immer einmal im Monat Auszahlung oder Miete zahlen, wöchentlich 20 Dollar. Das heißt, also ich trainiere hier schon seit 2,5 Wochen und werde jetzt wahrscheinlich noch die nächsten 3 Monate hier bleiben, bevor ich aus Sydney ausziehe. Ja, allen voran gehe ich sehr gerne mal die ersten 5 Minuten aufs Laufband, um mich einfach mal ein bisschen warm zu machen. Hier seht ihr auch ein kleines aktuelles Form-Update von mir. Ja, ganz okay. Eine sehr schwache Brust war schon immer ganz typisch für mich, muss ich unbedingt mehr trainieren. Ganz charakteristisch bei mir war immer ein ziemlich geringer Körperfettanteil, also ich war noch nie so richtig dick. Ja, ich fange einfach an, mich leicht warm zu machen, die Gelenke ein bisschen vorzubereiten auf das kommende Massaker. Also immer das gleiche, so die ersten 10 Minuten. Um ein bisschen Systematik reinzubringen, ich verwende immer die App Gymrun. Ist jetzt keine Werbung, die benutze ich wirklich schon seit Jahren. Da kann man immer Trainingspläne erstellen und die Übungen, Sätze, Wiederholungen hinzufügen. Die beste Aufwärmung vor dem Training ist und bleibt aber das Boxen, also entweder Schattenboxen oder wenn möglich den Sandsack verprügeln. Ich bin jetzt zwar kein Anthony Joshua, Klitschko oder Alexander Usyk, aber ein paar miese Kombos habe ich dem trotzdem gegeben. Und dabei versuche ich halt auch schon immer so ein bisschen mit dem ganzen Körper zu arbeiten, also dass man wirklich überall warm wird. Es ging dann ganz klassisch los mit Bicep Curls. Da habe ich jetzt ganz viele Sätze gemacht, das war aber auch die einzige Bizepsübung. Ja, bei dem ersten Satz 10 Kilo und gewöhnlicherweise die meisten Wiederholungen. Die restlichen Sätze habe ich dann mit 12,5 Kilo gemacht und das auch in verschiedenen Griffen, zum Beispiel Hammer Curls, um einfach ein bisschen Variation reinzubringen. Oder auch im Sitzen mache ich das sehr gerne, weil da spüre ich den Muskel wirklich sehr, sehr intensiv.
Und ich mache dann immer so viel Wiederholungen, bis ich den Muskelreiz spüre, also bis zum Muskelversagen. Stichwort Progression. Und wann es wehtut, sieht man dann eigentlich auch am Gesichtsausdruck. Insgesamt kam ich so auf 5 Sätze, die ersten 3 stehend und die letzten 2 im Sitzen. Als nächstes kam dann eine Schulterübung und hier sieht man auch ganz gut, welche Muskelgruppen dieses Gerät vor allem beansprucht. Und diese Übung, klar, könnte man zwar stehend oder sitzend mit Kurzhanteln ersetzen, aber wie der Winkel hier angeordnet ist, trifft das irgendwie meine Schultern viel, viel besser, als wenn ich das mit Kurzhanteln mache. Man sollte sich einfach selbst ausprobieren, welche Übungen für einen am besten sind, das werde ich auch noch ansprechen. Also lasst euch da keine universellen Trainingspläne andrehen. Man muss ja auch nicht übertreiben, man macht das nicht, um auf der Bühne aufzutreten, sondern einfach hobbymäßig und deswegen sollte das ja auch Spaß machen, sich auszuprobieren. Und halt zu entdecken, welche Übungen am besten für einen sind. In diesem Shoulder Press habe ich insgesamt 4 Sätze gemacht und im Anschluss dann Seitheben. Mache ich eigentlich nicht so oft, wenn aber, dann sehr gerne in dieser vorgebeugten Position, weil ich da auch herausgefunden habe, da spüre ich den Muskel besser bei. Nächste Übung war dann Rudern. Da habe ich angefangen, mich an meinem Rücken entlang zu arbeiten. Und ich habe wirklich jede Region des Rückens an dem Tag trainiert. Erst obere Rücken, dann mittlere Rücken und untere Rücken. Werdet ihr gleich noch alles sehen. Hier habe ich auch einmal viel zu viel Gewicht genommen. Da muss man aber auch ehrlich zu sich selbst sein. Und dann habe ich im nächsten Satz einfach ein bisschen runtergeschraubt. Dann die Übung für den mittleren Rücken. Pulldown am Gerät ist eigentlich nichts anderes als Latziehen, aber Latziehen war gerade von einem anderen Kollegen besetzt. Die jetzt gezeigte Übung gibt es bei der App Gymrun leider nicht, deswegen habe ich die manuell hinzugefügt. Die habe ich ursprünglich in einem Video von Afflin X gesehen. Der hat mal so ein paar Videos gemacht, die besten Rückenübungen, Schulterübungen und sowas. Und dann habe ich das einfach mal ausprobiert und auch festgestellt, dass die extrem gut für den Rücken ist, auch wenn sehr unbequem auszuführen. Dann bin ich in den anderen Trainingsraum gegangen, da war ich alleine, also habe ich da ein bisschen gepostet. Außerdem gebe ich euch hier mal einfach eine kleine Rundführung. Die letzte Übung, die ich dann gemacht habe, war Hyperextensions. Hier auch ganz wichtig zu sehen, also man muss jedes Gerät wirklich auf sich einstellen. Das ist wie beim Autofahren, Sitz, Lenkrad und Spiegel. Bei der Übung muss ich aber noch dazu erwähnen, da spüre ich den unteren Rücken richtig hart, das kickt übel und deswegen war das ein guter Abschluss. Am Ende des Trainings mache ich ein kurzes Cooldown, also einfach mal alle trainierten Muskelgruppen lockern und dehnen. So Leute, ich bin jetzt fertig mit dem Training, insgesamt 7 Übungen gemacht. Das Ganze hat etwa 1 Stunde 20 Minuten gedauert. Bin sehr zufrieden. Jetzt aber noch ein kurzes Wort zur Ernährung, weil zu einem gesunden Lifestyle gehört nicht nur das Training, sondern auch die Ernährung und das Ausruhen. Und ich habe jetzt nicht so einen strengen Ernährungsplan. Früher habe ich mal sehr streng mit MyFitnessPal meine Kalorien getrackt, jede Nahrung abgewogen und immer genau die Makronährstoffe aufgeteilt. Heute achte ich nur darauf, viel Eiweiß zu essen. Und zwar immer so 100 bis 150 Gramm. Also viel Fleisch, hauptsächlich Hähnchen. Ich achte darauf, dass ich bei jedem Gericht immer Hähnchen dabei habe. Zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwo im Restaurant bestelle, haben wir letztens gemacht beim Vietnamesen, dann hole ich immer etwas mit Hähnchen. Oder wenn wir zu Hause kochen, zum Beispiel auch gleich, kann ich euch kurz noch zeigen zum Abschluss des Videos.
da ist dann auch immer gut Fleisch dabei. Aber ansonsten würde ich auf jeden Fall auch Proteinpulver weiterempfehlen. Das nehme ich immer so jeden zweiten Tag oder jeden dritten Tag. Genau. Leute, weitaus wichtiger als das Ganze ist aber mir zu sagen, dass die Gesundheit letztendlich nur allein Gott der Allmächtige in der Hand hält. Keiner von uns hat seine Gesundheit vollkommen im Griff. Es gibt so viele, die keinen Sport machen können und wir wissen auch nicht, wie lange wir es noch machen können. Es kann jeden Moment vorbei sein und das sollte einen demütig, aber auch dankbar sein lassen und sich nicht etwas auf seinen eigenen Körper einbilden und flexen, sondern man macht es ja einfach für die Gesundheit, für das bessere Leben und das sollte schon genug sein. Man muss sich jetzt nicht noch extra Anerkennung abholen. Genau, das ist ganz wichtig. Also nicht die Schöpfung, sondern den Schöpfer anbeten. Mmh.